Eigentlich sollte es sie ja gar nicht mehr geben. Als Kategorie zumindest. Die Angestellten. Denn mittlerweile sind wir eigentlich einheitlich einfach nur ArbeitnehmerInnen. Und auch wenn der Begriff natürlich völlig verdreht, wer die Arbeitskraft wem wegnimmt, steckt ja doch auch etwas Wahres in dieser Einheit. Denn die ökonomische Situation, in der ArbeiterInnen und Angestellte sich befinden, sind ja objektiv gleich. Sie sind abhängig vom Verkauf ihrer Arbeitskraft. Eine Sache jedoch ist nicht gleich. Das Bewusstsein von dieser gleichen Situation. Denn die Angestellten wähnten sich lange als etwas Besseres und Moderneres als die ArbeiterInnen, die noch der anachronistischen physischen Arbeit nachgingen. Der Widerspruch, den Siegfried Krakauer schon 1930 in seiner Studie über die Angestellten ausgemacht hat, nämlich zwischen ihrer eigentlich proletarischen Lage und ihrem nicht dazu passenden bürgerlichen Bewusstsein, hat sich bis heute erhalten und teilweise sogar verstärkt. Peter Kern hat im vergangenen Jahr ein kurzes Buch herausgebracht, das dieser Frage genauer nachgeht. Was es also mit diesem falschen Bewusstsein der Angestellten auf sich hat? Warum sie sich nicht organisieren und was diese fehlende Organisation in Zukunft für Folgen haben könnte? Herzlich willkommen zu Feine Welt. Grundsätzlich unterscheidet sich die Arbeit von Angestellten und ArbeiterInnen bloß dadurch, dass die einen körperlich arbeiten und die anderen geistig. Inwiefern diese Trennung überhaupt noch sinnvoll ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber selbst wenn wir sie akzeptieren, folgen daraus durchaus einschneidende Probleme. Denn wie soll man geistige Arbeit messen? Während bei der körperlichen, wertschöpfenden Arbeit ziemlich klar ist, ob jemand schneller oder langsamer ist als seine Kollegen, funktioniert das bei der geistigen Arbeit nicht so flüssig. Das könnten sich die Angestellten natürlich zunutze machen. Getan hat das aber eher die Managementschicht. Denn die Maßstäbe, die sie gefunden hat, um die Leistung der Angestellten zu kontrollieren, also Renditevorgaben, Umsatzgrößen oder Prozent an Einsparungen im Produktionsprozess, stehen, worauf Kern in seinem Buch hinweist, in keinem Zusammenhang mit der Leistung der Angestellten. Ihr eigentlicher Zweck ist darum ein erzieherischer. Die Angestellten sollten lernen, wie ein Unternehmer zu denken und sich seine Ziele zu den ihren zu machen. Und die Angestellten nehmen dankend an. Sie wollen sich fühlen wie die erweiterte Hand der Geschäftsführung und leben für den Konkurrenzkampf. Peter Kern zeigt, dass der Blickwinkel, aus dem die Angestellten auf ihre Arbeitswelt schauen, ein streng individualistischer ist und sie sich damit ins eigene Bein schießen, um es einmal salopp auszudrücken. Denn genau wie die ArbeiterInnen vor 20 Jahren wird auch die Arbeit der Angestellten nicht gleich bleiben. Die Digitalisierung der Arbeit macht sie genauso überflüssig, wie die ArbeiterInnen der Schwerindustrie in den 70er Jahren plötzlich überflüssig wurden. Und die einfachen Tätigkeiten, die dann noch übrig bleiben, werden ebenso lieber ins Ausland verlagert, wo die Lohnkosten geringer sind. Es gibt jedoch einen radikalen Unterschied zwischen den Angestellten heute und den ArbeiterInnen damals. Die ArbeiterInnen verstanden, dass ihr individuelles Interesse sich nur kollektiv durchsetzen ließe. Peter Kern macht mehrere Momente aus, die dafür sorgen, dass sich Angestellte nicht in dem Umfang organisieren, wie es die IndustriearbeiterInnen taten. Einmal ist da das schon erwähnte Problem der quasi unmöglichen Leistungsbemessung. Da niemand so recht weiß, wie viel ein Einzelner eigentlich leistet, haben die meisten Angestellten auch nicht das Gefühl, zu wenig zu bekommen. Dass sie zu wenig bekommen, fällt eben erst bei einem Blick auf den jährlichen Gewinn des Unternehmens auf, nicht bei einem auf die eigene Lohnabrechnung. Es kommt aber noch ein deutlich perfideres Instrument zum Einsatz, nämlich die Anlehnung der Verträge der Angestellten an die durch Gewerkschaften ausgehandelten Tarifverträge. Jetzt könnte man sagen, ist doch klasse, wenn es denen gut geht und sie mussten nicht einmal dafür kämpfen. Und natürlich freut sich jeder über den Kündigungsschutz, über die Überstundenregelung und die Lohnerhöhung. Aber es handelt sich dabei natürlich primär um ein Instrument, um die Beschäftigten davon abzuhalten, einer Gewerkschaft beizutreten und so ihre Macht weiter zu stärken und noch bessere Tarife auszuhandeln. Und dieses Konzept geht ja auch auf. Die Organisierungsquote wird immer geringer, die Gewerkschaften immer schwächer. Wer glaubt, dass die Arbeitgeberseite das nicht nutzt, glaubt doch, dass Olaf Scholz ein guter Kanzler wäre. Man kann die Auswirkungen schon jetzt sehen. Im Einzelhandel hat die Hälfte aller Angestellten in den letzten 10 Jahren den Schutz des Tarifvertrages verloren.
Der Reallohn derjenigen ohne Tarifbindung sank damit in den vergangenen Jahren sogar. Wenn Kern also sagt, dass eins der Probleme ist, dass es den Angestellten zu gut gehe, dass die Gewerkschaften in der Vergangenheit zu erfolgreich waren, um jetzt noch attraktiv zu sein, ist es ein Moment, der sich anscheinend schon bald radikal ändern wird. Die Mitgliedszahlen steigen aber dennoch nicht an. Aber wer trägt die Schuld daran? Liegt es an den Angestellten selbst oder an den Gewerkschaften? Peter Kern ist sich sicher, die Schuld liegt nicht bei den Gewerkschaften. Das heißt aber nicht, dass sie nichts dagegen tun können. Grundsätzlich, so sagt er, ist es das Zusammenspiel der UnternehmerInnen, die die Angestellten davon abzuhalten versuchen, einer Gewerkschaft beizutreten, und der Angestellten, die darauf auch noch hereinfallen. Ganz realistisch werden die UnternehmerInnen damit nicht aufhören. Höchstens kann man versuchen, illegale Praktiken aufzudecken und ihnen damit wenigstens ein bisschen Einhalt zu gewähren, wie es 2007 beim Korruptionsskandal bei Siemens geschah. Blieben also nur die Angestellten, die sich nicht so leicht verarschen lassen sollten, und die Gewerkschaften, die ihnen dabei helfen können. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt, weil das, was die Unternehmen erzählen, natürlich schmeichelhafter ist. Es ist ja durchaus angenehm, wenn man mir erzählt, ich sei eigentlich ein Teil von denen da oben, die über die Geschicke der Firma bestimmen und sei den Reichen, Mächtigen mit meiner geistigen Arbeit viel näher als den kaputtgeschufteten ArbeiterInnen. Unangenehm ist es hingegen, sich einzugestehen, dass man eventuell doch nur ein winziger Teil der riesigen, ohnmächtigen Masse ist. Letztlich ist aber genau das nötig. Kern nennt das die Selbstaufklärung der Angestellten. Dabei könnten die Gewerkschaften unterstützen. Die Arbeit könnten sie ihnen aber nicht abnehmen. Es ist also notwendig, dass die Angestellten einerseits ihre Nähe zu den ArbeiterInnen verstehen. Um das zu verstehen, ist die Erinnerungsarbeit der Gewerkschaften von entscheidender Bedeutung, und das in einem doppelten Sinn. Einerseits, indem die Gewerkschaften die Angestellten daran erinnern, wie sie eigentlich zu ihren Privilegien wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, einem ordentlichen Kündigungsschutz oder kürzerer Arbeits- und längerer Ferienzeit gekommen sind, nämlich durch die Arbeitskämpfe. Und andererseits, indem sie ihre gesellschaftliche Aufgabe weiter wahrnehmen, die Peter Kern so ausdrückt. Zitat: Die Gewerkschaften sind die institutionalisierte Erinnerung an das, was diese Gesellschaft im Innern strukturiert: ökonomische Macht- und Ohnmachtsverhältnisse. Indem sie dieser Aufgabe weiter nachkommen, und auch das ist Kern enorm wichtig, die Stimmen derjenigen Angestellten stärken, die nicht auf die Verlockungen der Unternehmen reinfallen, können sie es schaffen, die Angestellten zu organisieren. Aber es wird beim Lesen von seiner Beschreibung der gesamten Lebenswelt der Angestellten auch deutlich, dass das fehlende Bewusstsein sich nicht nur am Arbeitsplatz äußert, sondern bis in die tiefsten Sphären ihrer privaten Vergnügungen vordringt. So sind Hobbys wie die obsessive Beschäftigung mit Gin, Zimmerpflanzen oder Fotografie immer auch an den Versuch gebunden, sich als kompetenter als andere zu imaginieren. Ein Mechanismus, der den Angestellten auch im Beruf als oberste Kategorie eingeimpft wird. Selbst hier träumen sich die Angestellten als Teil einer höheren Schicht, von dem sie ganz offensichtlich kein Teil sind. Bei der Analyse der Freizeit verläuft Kern leider der gleiche Fehler, den er den Angestellten hier unterstellt. Er nutzt seine Erkenntnis vor allem, um sich selbst über die analysierte Schicht zu erheben, als dass er versucht, davon ausgehend sinnvoll weiterzudenken. Dabei wäre es für die Linke wichtig, solche Verständnisse von Freizeit zu nutzen, um selbst zu überlegen, wie denn die Freizeit besser gestaltet werden könnte. Slavoj Žižek weist immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, an den Tag nach der Revolution zu denken, denn die Revolution selbst sei noch nicht der schwierigste Teil. So I think that this is why I never was too enthusiastic about this great moment, you know. Oh my God, we all cry. 1 million people on square, whatever, Syntagma Square, Tahrir Square, we were all one and so on. No, what interests me is the morning after. That is to say, the measure of a successful, whatever we call it, revolution, rebellion, revolt, social change, is how will ordinary people feel the change the morning after, when things return to normal. Also, wie bemerken die Leute, dass wir in einer anderen Gesellschaft leben, wenn sich die Revolution ein bisschen abgekühlt hat?
Ein ganz wichtiger Bereich ist eben die Freizeit. Und wenn wir nun die Erkenntnis akzeptieren, dass sich viele heutige Freizeitaktivitäten erschöpfen im gleichen Konkurrenzkampf, den es auch im Beruf gibt, sollten wir uns überlegen, wie denn eine bessere Freizeit aussehen könnte. Dies hier zu unternehmen wäre zu umfangreich. Ich meine jedoch, dass Schillers Kategorie des Spiels, in der der Mensch erst voll Mensch sein kann, von zentraler Bedeutung sein könnte. Denn das Spiel hebt Konkurrenzkämpfe auf eine andere Ebene, ohne ihm den Reiz zu nehmen. So sollten also auch wir uns fragen, inwiefern unsere Freizeitbeschäftigung wirklich spielerisch sind oder tatsächlich die gleichen Kämpfe fortführen, von denen wir uns eigentlich erholen wollen. Das soll jedoch hier bloß angedeutet bleiben. Mehr dazu in einem anderen Video.